Und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist hier bei diesem Video. Überlegst du gerade, ob du deine Stunden reduzieren sollst, ob du dich beurlauben lassen sollst, ob du schon mal anfangen solltest, für ein Sabbatjahr zu sparen, ob du ins Ausland gehen sollst, um einen Auslandsschuldienst zu machen? Oder überlegst du generell, was für andere Möglichkeiten es gibt, im System Schule, System öffentlicher Dienst, Beamtentum zu bleiben und trotzdem eine Veränderung hervorzurufen? Ja, das ist schon mal sehr gut, denn du bist in der dritten Phase der 7 Phasen, die du durchläufst, bis du am Ende Ja zu deiner Kündigung sagst. Ein Überblick über diese 7 Phasen und auch detaillierte Videos über die ersten 2 Phasen findest du hier oben. Und wenn du jetzt schon mal in der dritten Phase bist, ist es echt total gut, sehr gut, also Gratulation, sehr gut, weil die zweite Phase ist echt eine kritische Phase. In der zweiten Phase bleiben ganz viele Lehrer stecken und schlagen da Wurzeln und bis sie dann ja, pensioniert werden oder in den Ruhestand gehen. Und das ist schon mal gut, dass es dir jetzt nicht so geht, denn du bist jetzt in der dritten Phase. So, in der dritten Phase überlegst du, wie du dich oder wie du deine Situation verbessern kannst und trotz allem im System bleibst. Und hier ist es natürlich auch wichtig, dass du nicht Wurzeln schlägst. Und weil dann, wenn du dann Wurzeln schlägst, kommst du früher oder später automatisch wieder in die zweite Phase. Und das soll natürlich nicht passieren. Du sollst ja in die vierte, fünfte, sechste und so weiter Phase gehen, bis du endlich an der 7. Phase bist. Und damit das passiert, ist es wichtig, dass du hier ehrlich zu dir bist. Also willst du jetzt diese Veränderung haben, was das auch sein mag, also diese systemtreuen Veränderungen, willst du sie haben, weil sie dich wirklich glücklich machen? Oder willst du sie eher ja, haben oder bemühst du dich deswegen, dich systemtreu zu verändern, weil du nicht gerne kündigen willst, weil du da eigentlich, weil du Angst hast zu kündigen? Dann solltest du dich mit der Kündigung befassen und alle wichtigen Infos, Videos zu der Kündigung findest du hier oben. Und ja, natürlich solltest du dir auch diese Frage ganz ehrlich beantworten. Also das bringt nicht sehr viel, wenn du dich selbst betrügst, weil früher oder später landest du ja wieder an dem gleichen Punkt, in dem du wieder überlegst, ach, wie könnte ich mich jetzt verändern? Weil egal, was du jetzt machst, ob du die Stunden erhöhst oder dich beurlauben lässt oder ins Ausland gehst, wenn dir das Gesamtpaket Schule und Lehrer und Beamtentum nicht gefällt, wirst du früher oder später genau wieder da sein, wo du jetzt bist. Und da besteht nämlich wiederum, ja, wie vorhin schon gesagt, die Gefahr sogar, dass du wieder in die zweite Phase kommst. Also ich persönlich kenne das total gut, diese systemtreuen Veränderungen. Ich habe mich sehr viel verändert innerhalb des Systems. Also ich habe 5 Schulen gesehen in 3 Bundesländern, habe auch ganz viel gemacht bezüglich des Auslandsschuldienstes. Und als es dann aber auch wirklich so weit war, wusste ich, ich will im Grunde gar nicht mehr mich schulintern oder schulsystemtreu verändern. Habe auch ganz viel mit meinen Stundenzahlen herumgespielt und 18, 16, 13 und so weiter. Und letzten Endes ging es auch bei mir darum und vielleicht geht es ja auch bei dir darum, ja, dass du im Grunde kündigen möchtest, aber davor eben Angst hast. Was auch nichts Ungewöhnliches ist und was auch nichts Schlimmes ist, aber das ist einfach Teil des Ganzen. Und genau, also falls es so sein sollte, also beantworte dir die Frage, weshalb möchtest du kündigen? Weshalb möchtest du dich systemtreu verändern? Und falls du darauf keine Antwort findest, die dich wirklich glücklich macht, sondern wenn es eher ein fauler Kompromiss ist oder eben die Angst davor zu kündigen, dann ist es wirklich Zeit, dich damit zu befassen, mit der Kündigung und mit all diesen Sachen, mit all den Punkten, die dich daran hindern, zu kündigen. Und dann wirst du auch automatisch in die vierte Phase kommen und über die vierte Phase sprechen wir dann nächste Woche miteinander. Und jetzt erstmal beantworte dir die Frage für die dritte Phase ganz ehrlich und du kannst dir natürlich schon mal auch die Videos anschauen zu der Kündigung. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe, auch gute Erkenntnisse bei der ehrlichen Beantwortung der Frage, weshalb du dich systemtreu verändern willst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute und Liebe. Tschüss!